Schülerinnen, liebe Studentinnen, liebe Kolleginnen in den Sozial- und Erziehungsdiensten, das ist ein guter Tag für Stuttgart. Heute sind nicht nur über 15.000 Schüler und Studenten auf der Straße, sondern es streiken auch über 2.500 Erzieherinnen und Sozialarbeiter. Und es ist ein toller Tag, dass wir zusammen für ein besseres Bildungssystem streiken. Und es ist höchste Zeit. Wir sind es leid, dass seit Jahren alle politischen Kräfte für ein besseres Bildungssystem, für mehr Bildung eintreten und dass nichts passiert. Wir wollen endlich Taten sehen. Wir wollen nicht länger zuschauen, dass Deutschland mit Entwicklungsländern, mit Korea, Portugal und anderen verglichen wird, wenn es um die Bildung geht. Wir wollen auch nicht, dass in unserer Gesellschaft die Erziehung von Kindern deutlich schlechter bezahlt wird wie das Zusammenschrauben von Autos. Und wir haben gesehen, dass diese Politik innerhalb von einer Woche 500 Milliarden für die maroden Banken mobilisieren kann und in 10 Jahren ein paar lächerliche Euros für das Bildungssystem. Das passt nicht zusammen. Wir sehen, es ist genug Geld da, genug Reichtum da und wir wollen, dass hier deutlich mehr für die Bildung und Erziehung ausgegeben wird. Wir sehen, dass in dieser reichen Großstadt über 6 Milliarden Euro mobilisiert werden, um sinnlose 66 Kilometer Tunnel zu graben. Und noch nicht mal genügend Geld ausgegeben wird, um jedem Kind ein kostenloses Mittagessen zu finanzieren. Wir sehen in Baden-Württemberg ein Bildungssystem, in dem die Kinder in der 4. Klasse ausgelesen werden, welche Bildungszukunft sie haben und dass immer die sozial Schwächsten ausgelesen werden und keine Chance für eine vernünftige Bildung bekommen. Das ist nicht in Ordnung. Wir wollen ein Bildungssystem, das die Kinder fördert und die sozialen Nachteile ausgleicht und nicht noch mehr verstärkt. Wir sehen, dass dieses reiche Land, das allen möglichen Firmen, Managern Kredite geben kann, nicht in der Lage ist, ein Studium ohne Studiengebühren aufzubauen. Studiengebühren müssen weg. Bildung darf keine Ware sein in dieser Gesellschaft, sondern Bildung ist ein Gut, auf das alle Kinder ein Anrecht haben müssen. Und liebe Studentinnen und Studenten, eine Gesellschaft besteht nicht nur aus Ingenieuren. Eine Gesellschaft braucht auch Geisteswissenschaften. Und wer ernsthaft auf den Gedanken kommt, diese Fakultäten platt zu machen, der hat nichts begriffen.
Weil wir haben offensichtlich nicht nur eine soziale Armut, sondern wir haben in den Eliten dieser Gesellschaft offensichtlich auch eine geistige Armut. Und deshalb tragen wir heute für den Erhalt der Geisteswissenschaften in Stuttgart ein. Wir tragen dafür ein, dass mehr Lehrer, mehr Sozialwissenschaftler ausgebildet werden und nicht weniger. Und wir können nicht verstehen, dass ein Prestigeprojekt ans andere angereiht wird, aber die Schulen und Universitäten in einem Zustand sind, für den man sich oft schämen muss. Und wir haben auf Vorträgen bei dem Streik der Erzieherinnen gehört, dass Länder wie Schweden, Norwegen, Dänemark das Zehnfache pro Kind ausgeben für Erziehung und Bildung. Das wollen wir auch haben. Deshalb, unser Streik heute ist berechtigt. Wir wollen eine bessere Erziehung, eine bessere Bildung, bessere Schulen, mehr Lehrer, mehr Erzieherinnen, besser bezahlte Erzieherinnen. Und wir wollen eine Universität, die kostenlos für die Studentinnen ist. Deshalb freut mich, dass unsere Gewerkschaften Verdi und auch die GEW und die Schülerinnen und Studentinnen heute gemeinsam durch die Stuttgarter Straßen gehen. Und ich rufe alle Rektoren und Lehrer in Stuttgart und der Region auf, keine Sanktionen gegen Schüler und Schülerinnen zu verhängen, die heute gestreikt haben. Sie sollen stolz darauf sein, dass die Schüler und Schülerinnen Zivilcourage zeigen. Und von einem besseren Bildungssystem profitieren auch die Lehrer. Wir wollen die Lehrer künftig bei den Streiks dabei sehen. Und noch zum Schluss ein Tipp. Als Gewerkschaft haben wir gelernt in vielen Streiks, ein Streiktag ist gut. Wenn man aber nach einem Streiktag keinen Erfolg hat, muss man weitermachen. Und deshalb lasst uns gemeinsam weiterkämpfen für ein besseres Bildungssystem, für eine bessere Erziehung und für eine soziale und solidarische Gesellschaft. Dankeschön.